Willkommen zurück zu Legend of Grimrock. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Ich bin jetzt offscreen noch einmal zurückgelaufen, habe so die letzten paar Ebenen nochmal durchschaut, aber nur ganz schnell. Und da habe ich zum einen mir jetzt 5 Steine wieder mitgenommen, auch wenn ich laut Alize nur einen brauche, aber es kann nicht schaden, denke ich mal, ein paar mehr dabei zu haben. Und habe dabei auch gesehen, dass ich so gut wie keine Plattenrüstung wirklich übersehen habe, jedenfalls keine, die ich offensichtlich irgendwo liegen lassen habe. Ich habe jetzt nicht jeden Raum komplett abgesucht, aber nun ja. Und dann hat Alize mich auf etwas aufmerksam gemacht, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, denn das hätte ich komplett selbst nicht bedacht. Und zwar diese Pitfighter Gauntlets, die habe ich jetzt wieder dabei. Niemand von uns nutzt waffenlosen Nahkampf, aber sie bringen auch 2 Stärke. Und unsere Magier zum Beispiel haben, also Kramov hat halt entsprechend Cold Resistance Handschuhe, aber Flonissa hat nur ganz normale Lederhandschuhe. Und die kann er also tragen, die Lederhandschuhe können dafür dann weg. Und dann hat er zum einen ein Protection mehr und er hat auch 2 Stärke mehr. Und 2 Stärke heißt, er kann mehr tragen. Und dafür danke, danke, danke an diesen Tipp, das hätte ich echt nicht bedacht. So. Dann habe ich auch noch, ja, also hier, das haben wir noch. Und dann mit dem Rätsel da unten, da habe ich auch ein paar richtig gute Tipps bekommen. Und zwar etwas, was ich natürlich völlig ignoriert hatte, dass ich noch einen, warte mal, wo war denn der? Du hattest den, glaube ich. Genau. Don Bakker hat eine Schriftrolle, wo ich schon rumgerätselt habe, was ich damit machen soll. Mit 2 times left, 1 right, 1 left. Und vielleicht hilft das dafür. Und das werden wir jetzt gleich als erstes mal ausprobieren. Ob diese Schriftrolle des Rätsels Lösung ist. Ich muss hier gerade mal auf die Tastatur. Ich meine, für euch Menschen ist das vielleicht einfacher, aber um mal gleich wieder die Begründung zu nutzen, die Bartok als nicht existent ansah oder als, ja, nicht einnehmen möchte. Mit Pfoten ist so eine Tastatur schwieriger zu bedienen. So, also 2-mal Lift. Zählt das jetzt schon als ein? Ich weiß nicht, so jetzt. Einmal right, einmal left. 1, 2, 3. 1, 2. Und jetzt ist, oh Gott, ich weiß nicht. Okay, das zählt ja nicht. Okay, warte, dann. Einmal links. 3, left. 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 Nee. Hä? Okay, warte mal. Also, ich bewege mich 2-mal links. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses, da ich hier drauf muss, glaube ich nicht, dass das jetzt mitzählt. So. 1, 2. 1, 1, 1, 2, 3. 1, 2. Und ich bin wieder zurück teleportiert. Okay. Gehen wir davon aus, es zählt mit. Dann hatte ich jetzt 1, 2 schon drauf. Dann einmal rechts, einmal links. 1, 2, 3. 1, 2. Und ich bin wieder teleportiert. Ich habe keine Ahnung. Eins, zwei. Oh! Es hat funktioniert. Rechts. Links. 1, 2, 3. 1, 2. Ich bin durch! Oh Gott, da habe ich gar nicht mehr dran geglaubt. Ich habe schon überlegt, was die Alternative jetzt sein könnte. Mann, ich habe es geschafft. Okay, gut. So, sind wir hier. Oh, jetzt müssen wir ja alles ausrüsten hier. Waffen und so, ein Zauber. Okay, da ist schon wieder irgendwo so ein Feuerwesen. Ich ein netter verwinkelt. Ja, ich weiß, Bewegung ist elementar und ihr habt völlig recht, dass ich mich deutlich mehr bewegen muss in solchen Kämpfen. Nur gerade wenn ich so eingekisselt bin, dann ist es. Ich werde hier noch einmal ganz kurz rasten. Denn dort waren 2 Gegner, die ja, sah nach Fliegen oder Mücken oder sowas aus. Und
zwar sind bei Dungeon Keeper 2 fliegen die niedriglevelsten Monster, die es so gibt, aber... Okay, die sind hier auch nicht gerade die stärksten Wesen. Aber sie können vergiften. Aha. Aber das ist nur die Vergiftung, die, glaube ich, die Beschleunigung, die. Oh! Lurkers Hurt. Wir haben jetzt noch was für eine Lurkers bringt. Die Evasion plus 5? Ah. Noch mehr Evasion. Und ich habe Ninja-Style, die Errungenschaft. Ich habe das komplette Lurker-Set. Yes! Mal gucken. Ich nehme jetzt erst einmal das, um ein wenig mehr Ninja-Kaninchen zu sein. Auch Mr. Watemal, Mr. Katafi könnte auch diese Handschuhe nehmen, denn er, bei ihm bringt Stärke Angriffsfähigkeit. Also Schaden, Angriffsschaden. Gott, ich hab's überhaupt gar nicht nachgedacht. Danke, Alize. Danke, danke, danke. Mann, Mann, Mann. So, was wollte ich sagen? Wieder vergessen. Vergessen, wo war ich denn gerade? Egal. Egal. Jedenfalls haben wir jetzt das Lurker-Set. Sehr schön. Und jetzt... Ach ja, Dungeon Keeper 2. Ich weiß nicht, ob ich darüber gerade geredet habe. Jedenfalls... Ich wollte das mal irgendwann mal let's playen. Ein Stein! Ah, das wurde auch gesagt, man findet einmal Stein. Aha, ja. Was sagt es denn? The mountain was shaken by sudden tremors again. Oh, das kennen wir. They seem to emanate from below my feet. Aha, sie scheinen von unter den Füßen her auszustrahlen. From the core of the mountain. I think I'm getting close to the source. Aha. Wow, das ist gut möglich, mein junger Padawan. Das ist du aber... Pass auf, ich tausche mal lieber das Essen aus. Ich wollte Dungeon Keeper 2 mal let's playen, aber ich muss sagen, ich habe momentan das Problem, dass es einfach absolut nicht stabil läuft. Also es stürzt immer und immer und immer wieder ohne erkennbaren Grund ab. Schade finde ich das eigentlich. Also nicht das in Singleplayer, sondern als Multiplayer wollte ich das noch machen. Bitte! Ich rede gerade. Kannst du doch nicht einfach angreifen. Das macht man nicht. So, ich habe ein Level-Up. Das macht man schon, Level-Up. So, jetzt muss ich mich mal langsam anstrengen, denn ich bin... Habe ich das Gefühl, wirklich langsam... Also ich nähere mich ja immer mehr dem Kern. Ebenfalls wie Tormos. Tormos? Wie ist er? Turum. Turum. Tormos. Blödsinn. Turum. Und dementsprechend ändere ich... nähere ich mich ja auch dem Ende. So rum muss der Satzbau sein. Und ich glaube, ich nehme deswegen Daggers höher. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Energy. Und ich gehe demnächst auf Flurry... Flurry of Slashes? Müsste es nicht... Heißt das... Flurry ist doch ein... Also sorry, bei Flurry denke ich an einen Milchshake bei einem... großen amerikanischen Fastfood-Unternehmen mit einem M. Aber naja, gut. Weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es... Okay, ganz viele von diesen Bodengittern sind immer kein gutes Zeichen. Ich meine, diesem Vieh müssen wir auch noch begegnen, irgendwie. Wir zerstören nur seine Tentakel. What? Wann ist das denn passiert? Warte mal. Hä? Bin ich doof? Vermutlich.
Hä? Es ist verwirrt. Spiel setzt Konfusion ein. Es ist sehr effektiv. Whatever. Na gut, wir haben ja noch das Rätsel in... Das muss ich mal wieder zurückfinden. In dem... Raum, wo die Feuerelementare waren. Muss ich hier auch wieder diesen Weg gehen? Oh, dann muss ich ja nochmal wieder gehen, den komischen Weg, ne? Na, aber vielleicht ja jetzt, es funktioniert. Also wie ich dort entsprechend rangehen muss. Jedenfalls habe ich eine ungefähre Ahnung. So, wo muss ich lang? Ah, Tür ist ja zu. Stimmt. So, ihr freundlichen Herren. Wie war das? Drei... Ach stimmt, da war ja auch ein Rätsel wieder. Ich... Weiß ja nicht. Ach, ich weiß auch nicht. Wird schon klappen. So, das war ja... Wer hat den Zettel? Wer hat den Zettel? Da. 3, 2, 1, 3. Das hier ist 2. Das ist 3. Was? 3, 2, 1, 3. 3. Oh! Ich werde instant hin teleportiert. Das ist ja angenehm. Okay, jetzt mal objektiv gucken. Wir haben hier... Ich bin schon lange in keine Grube mehr gefallen, fällt mir ein. Wir haben einen Schalter. Wenn ich von diesem runtergehe, greifen mich diese Köpfe automatisch mit Gift, war es, glaube ich, an. So, machen wir mal Giftschutz an. Hier habe ich einen Teleporter, mit dem ich zurückkomme. Ich stehe auf einer Bodenplatte, auf die ich jetzt mal einen meiner Steine lege. Jetzt dürfte ich mich nicht bewegen können. Gut. Okay. Ist ja die Frage, bringt mir das überhaupt was, wenn ich dorthin gehe? Ich sehe keine Schalter, kein gar nichts. Okay, ich bleib mal hier stehen. Okay. Okay, hier geht's ständig auf und zu, so. Komm mal nach dort. Hier ist ein Teleporter, der... Okay. Ich glaube, ich muss einen Stein werfen. Oder herunterfallen. Hey, cool. Oh Gott. Davon haben wir auch langsam wenig, wurde mir mitgeteilt, was keine gute Information ist. Muss ich gestehen. Okay, so. Ist aber eh nicht schlecht, ich wollte ja eh irgendwann mal runterfallen. Dann können wir das gleich am Anfang machen. Hier ist ein leerer Fackelhalter. Ist auch einer? Ach, Ruhe. Habe ich noch Fackeln? Ich habe keine... Ach doch, du hast noch Fackeln, okay. Ja, ja, hör mal auf, hier rum zu krakeelen. So, ich muss irgendwie an diese Rüstung ran. Dafür brauche ich bestimmt die Fackeln. Muss hier bestimmt alle Fackeln anmachen. Okay, hier kann ich mich wieder hoch teleportieren. Jetzt erstmal noch was zu essen. Habe ich noch einen Fackelhalter übersehen? Oder ist das eine Kombination? Ich muss eine bestimmte Kombination vielleicht haben an Fackeln. Oder wir gucken erstmal, was auf der Schriftrolle steht. Das könnte hilfreich sein. Stand where the shadow of the torches cross and toss a rock with all your might to the east and to the north. Aha. Aha. Da braucht... Hier ist das... Also, nochmal. Also, da, wo die Schatten sich kreuzen. Ich würde sagen, hier kreuzen sich die Schatten, oder? Spinnen? Na, lass mal kurz gucken. Also, diese Schatten... Der wirft ja überhaupt gar... Aber da, hier genau, hier kreuzen. Ich würde sagen, ja, hier oder hier. Und dann to the north and to the east. Also, hier,
north and east. Gut. Dies war falsch. Nehmen wir das andere, nehmen wir dieses Feld. So. To the north. Ja, und das ist east. Ha! Ja, ja, du kannst dich nicht bewegen, ist mir egal. Hui, Melo! Die letzte... Ach, warum gebe ich dir das? Ist ja unsinnig. Den letzten Teil der Velo-Rüstung. Sehr geil. Sehr geil. Yes! Und dafür brauchte ich halt einen Stein. Und natürlich, vermutlich hätte dort wirklich einer gereicht. Ach nee, stimmt, das Velo-Schild war das vermutlich das letzte. Jetzt haben wir nämlich das Velo-Schild und die Velo-Rüstung. Und es reicht nicht. Ernsthaft? Gibt es noch eine Velo-Hose? Natürlich muss es eine geben, aber... Hä? Hatte ich die nicht mal? Hatte ich die noch nicht? Fehlt mir die noch? Also grundsätzlich ist die Plate... Die Velo-Rüstung besser als die Plate-Rüstung. Interessant, ich dachte, dass ich die schon hatte. Gucken, jetzt muss ich mal langsam anfangen, wieder auszusortieren. Oder hat irgendwer Hunger? Ja, das geht noch. Das geht auch noch. Das geht eben... Wieso geht das jetzt alles? Ach, weil jetzt die Rüstung deutlich leichter ist. 12 und 16. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Was geht? Was geht? Wieso geht das jetzt bei dir alles? Ah, ich bin so verwirrt. Das geht nicht mehr. Das geht? Mist! Aber warte mal. Hier, wir haben noch dieses... dieses Fleisch. Das könnte man ja eigentlich mal... austauschen. Das können wir bei Zeiten ja mal essen. Schade, dann fehlt mir also noch ein Velor. Ich lasse die Steine jetzt mal liegen. Jetzt haben wir das ja. Ich brauchte das, soweit ich weiß, für dieses Rätsel. Haben wir irgendwer, du, dann Backer. Iss mal. Guten Hunger. So. Okay, so. Mein Problem ist. Genau dieses. Dass ich jedes Mal. Ich kann ja auch die Fackeln wieder mit. Ach, ich kann die Fackeln nicht mitnehmen, denn niemand von uns hat Platz dafür. Aber vielleicht brauchte ich die Fackeln auch nur hierfür. Ich habe keine Ahnung. Wenn, kann ich ja nochmal hierher kommen. So. Also ich stehe hier drauf. Haben wir noch Steine? Wir haben noch Steine. So. Mal. Vielleicht muss ich was werfen. Ich werde immer wieder... Werde ich ja direkt drauf teleportiert? Ich werde ja direkt... Warte mal, ich schlafe mal ganz kurz, damit ich hier nicht sterbe. Denn ich habe in diesem Level noch keinen Kristall gefunden. Manu! Millimeterarbeit. Bestimmt stelle ich mich auch schon wieder zu dumm an, dass ich irgendwas anderes machen müsste. Nee, also so geht es auf jeden Fall nicht. Okay, was auch immer. Ich werde hier die Folge mal... Ich gehe mal kurz... Vielleicht dort was. Zu? Ah ja. Okay, ich werde hier... ich werde nochmal schlafen. Ich hab's verstanden. Ich hab's. Es war sehr dumm von mir. Es war sehr, sehr dumm von mir. Es war sehr, sehr, sehr dumm von mir. So, und hier werde ich die Folge für heute beenden. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und dann schauen wir mal, was dieser Schalter zum Beispiel macht. Und ob wir noch den letzten Teil der Velo-Rüstung finden.
vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, 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 danke für eure ganzen Tipps und Hinweise. Sonst wäre ich nicht hier. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.